Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am 4. Advent. Ein sehr musikalischer Gottesdienst. Sie sehen hinter mir den Chor Canto Belli, der in diesem Gottesdienst einige Lieder singen wird, und einige Sängerinnen sind auch sonst an diesem Gottesdienst beteiligt. Wenn Sie hinterher nach dem Gottesdienst sich vielleicht überlegen, worum ging es denn da eigentlich in dem Gottesdienst, dann kann ich Ihnen jetzt schon so viel verraten. Es wird ganz allgemein um das Thema Engel gehen. Engel sind ja nicht nur in der Weihnachtsgeschichte, sondern insgesamt in der Bibel ganz wichtige Personen. Als Botinnen und Boten Gottes treten sie auf und sie verkünden die gute Nachricht, die frohe Botschaft an alles Volk, an Maria, an Elisabeth, an die Hirten, an alles Volk und eben auch an uns. Und wir hören heute Morgen so einige Engellieder. Der 4. Advent, 4 Kerzen brennen, steht unter einem Bibelwort aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 4 und 5. Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch, der Herr ist nahe. In einer Woche ist Weihnachten. Wir beginnen mit einem gemeinsamen Lied aus dem Gesangbuch, das Lied 367, wie soll ich dich empfangen, die Strophen 1 bis 3, 367, 1 bis 3. Lassen Sie uns beten. Guter Gott, du willst uns mit Freude erfüllen. Wir danken dir, dass du für uns der Grund zur Freude bist und dass wir in wenigen Tagen einstimmen können in den Chor der Engel,
die dich loben für das Geschenk deines Sohnes. Du bist der Grund zur Freude für alle Menschen, die sich nach neuen Anfängen sehnen, für sich selbst und für alle Welt. Wecke diese Freude nun auch in uns. Komm immer wieder neu. Komm und mach unsere Herzen weit in dieser Zeit. Lass uns spüren, wie wichtig deine Nähe für alle ist. Lass uns nicht nur darauf warten, dass du endlich eintrittst in unser Leben und uns zu leben hilfst. Vielmehr lass uns selber zu Botinnen und Boten deiner Liebe, deiner Güte und Nähe werden. Helle unsere Gesichter auf, dass sie von innen her strahlen, dass wir aus uns herausgehen können und einander gerecht werden. Amen. Sie hören, es ist für uns eine Zeit angekommen. Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 62, die Verse 1 bis 5, erinnert Gott an Jerusalem. Wenn ich dich, Jerusalem, sehe, raubt es mir die Ruhe. Ich kann nicht schweigen. Ich muss so lange zu Gott rufen, bis er dir hilft, bis neues Glück für dich aufstrahlt wie die Morgensonne oder wie Fackelschein in der Nacht. Alle Völker werden erfahren, wie der Herr für dich alles zum Guten wendet. Alle Könige werden deine Pracht sehen. Der Herr wird dir einen neuen Namen geben, mit dem sie dich von da an nennen. Du wirst zur prächtigen Krone in der Hand deines Gottes. Du wirst nicht länger die Verstoßene genannt oder dein Land die verlassene Frau. Nein, du wirst Gottes Liebling heißen und dein Land die glücklich Vermählte. Denn der Herr wendet dir seine Liebe wieder zu und vermählt sich mit deinem Land. Wie ein junger Mann sich mit seinem Mädchen verbindet,
so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seine Braut freut, so wird dein Gott Freude an dir haben. Wir singen jetzt das Lied, Fröhlich soll mein Herz sie springen. Warum die Engel Halleluja singen. Lange bevor die Sonne und der Mond, die Erde und die Sterne geschaffen wurden, waren bei Gott die Engel. Und weil viele Engel gar nicht so recht wussten, was sie die ganze Zeit, die ganze lange Ewigkeit tun sollten, versammelten sie sich eines Tages um den Herrn des Himmels und baten ihn, dass er sich doch etwas von ihnen wünschen solle. Gott aber, als hätte er nur darauf gewartet, sprach: Rückt alle ein wenig mehr zusammen, aber so, dass jeder jedem am nächsten steht. Also rückten die Engel alle einander näher, aber, o weh, kaum rückte die eine ihrem rechten Nachbarn näher, war sie von ihrem linken umso weiter entfernt. Und rückte sie auf diesen zu, so musste sie den anderen Engel alleine lassen. Nachdem die Engel eine Weile ratlos hin und her gegangen waren und in einem großen, weiten Kreis um den Herrgott standen, da endlich sprach der Engel Gabriel: Nicht nach links oder rechts lasst uns gehen, sondern weiter auf den Herrn in der Mitte zu, soweit es irgend geht. So kommen wir auch einander näher, dass es näher nicht geht. Und gesagt, getan. Alle fanden sich zum engsten Kreis und singen seitdem ihr: Gelobt sei Gott. Nicht etwa, weil Gott Lob brauchte wie ein König, der eitel gerühmt werden möchte, nein, sondern weil die Engel nicht anders einander so nahe kommen wie im Zugehen auf Gott. Wir singen das Lied Angel's Carol.
kam die gnadenvolle Nacht. Es kam die gnadenvolle Nacht, wie leuchtete des Mondes Pracht, wie glitzerte der Sterne Star, als Jesus Christ geboren war. Gelobt sei Jesus Christ. Froh jubelte der Engel Herr, Gott hoch im Himmel, Gott sei er. Und Fried und Freud und Seligkeit herrscht auf der Erde weit und breit. Gelobt sei Jesus Christ. Auf goldenen Wolken sangen so die Engel Gottes himmelsfroh. Und hoch beglückt und hoch entzückt hat sie der Hirtenschar erblickt. Gelobt sei Jesus Christ. Die hoch erfreuten Hirten gehen, im Winden Gottes Sohn zu sehen, erblicken in der Krippe ihn und sinken auf die Knie hin. Gelobt sei Jesus Christ. Und wer das holde Knäbelein sah, war froh und sprach, der Herr ist da. Es kommt sein gnadenvolles Reich, welch Kind ist diesem Kinde gleich. Gelobt sei Jesus Christ. Ja, Gottes Lieb ist unumschränkt, ein Gott, der seinen Sohn uns schenkt. Schenkt alles, was uns heilsam ist, schenkt alles uns durch Jesus Christ. Gelobt sei Jesus Christ. Der Chor singt Angels Carol. Gott schickt Engel.
Gott schickt Engel, unglaublich viele, himmlische und irdische, querbeet. Engel für Verstand und für Gefühle, kleine, große Engel, früh und spät. Engel auch mit menschlichen Gesichtern. Andere siehst du nicht, du ahnst sie nur. Manche kommen mit Musik und Lichtern, hinterlassen eine leise Spur. Manche Engel kommen als Gedanke und als gute Fügung in dein Haus. Oder zu den Traurigen und Kranken lösen neuen Mut zum Leben aus. Manche treten fröhlich und mit Power und aus Fleisch und Blut in deinen Raum. Oder bleiben nur für kurze Dauer Gast und Bild in einem schönen Traum. Andere Engel flackern und verschwiegen, aber seltsam wie von Liebe warm, nehmen Menschen, die im Sterben liegen, auf dem Weg nach Hause in den Arm. Wieder andere haben wirklich Flügel, hell und dunkel oder leicht und schwer, öffnen Mauern, Gitter, Schloss und Riegel, aber Herz und Augen noch viel mehr. Unbegrenzt ist Gottes Schöpferwille. Alles, was du siehst, vielleicht auch nicht, nimmt er wunderbar in ganzer Fülle in den Dienst für sein Gebot und Licht. Alle Engel haben Weisung, Trost und Hilfe, Botschaft froh und ernst und zu seiner Ehre die Lobpreisung. Ob du von den Engeln etwas lernst? Wir singen nun, der Herr hat seinen Engeln befohlen.
Liebe Gemeinde, die Adventszeit rüttelt jedes Jahr in uns eine Sehnsucht wach. Wir können das vielleicht gar nicht so ganz genau mit Worten fassen. Kerzen leuchten, wir hören die vertrauten Lieder oder singen sie miteinander. Lieder von Liebe und Frieden. Und eben diese Sehnsucht nach Frieden, nach Liebe, die ist jetzt gerade in der Adventszeit oder eben Weihnachtszeit auch mit dabei. Und dann sehen wir abends die Nachrichten oder lesen morgens in der Zeitung all die Konflikte und Probleme, die uns beherrschen. Krieg, Klimakrise, Flüchtlinge, Inflation, Energiepreise und so weiter. Und wir sehen Bilder von Menschen, die wirklich verzweifelt sind, traurig. Und dann fragen wir uns, wie wir das denn überhaupt noch zusammenbekommen. Das ist ja tatsächlich schwer auszuhalten, denn wir sehnen uns ja nach einer heilen Welt und dann sehen wir teilweise so ganz furchtbare Bilder. Und dann wünschen wir uns oftmals, also mir geht es jedenfalls so, dass jemand tatsächlich von oben her eingreift und das jetzt endlich mal regelt und es auch anders werden lässt. Und dass diese Verheißungen, die da Jahrtausende lang schon bestehen, von Frieden und Zufriedenheit und Versöhnung, dass diese Verheißungen endlich wahr werden. Der Chor hat gerade gesungen, Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Das ist ein Bibelvers aus Psalm 91, der beliebteste Bibelvers überhaupt zur Taufe momentan. Und der Psalm ist aktuell, denn wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt. Wer hätte gedacht vor einem Jahr, dass wir in diesem Jahr jetzt an Weihnachten solche Fragen oder solche Herausforderungen haben? Und die gerade genannten Probleme können uns ja durchaus auch Angst machen für die Zukunft. Wer weiß denn, was noch alles kommen wird? Und dann höre ich die Botschaft von Psalm 91. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Und da könnte ja der falsche Eindruck entstehen, Gott behütet mich, mir kann überhaupt nichts passieren, wenn ich nur an diesen Satz glaube. Wir wissen, so einfach ist das nicht. Und die Geschichten in der Bibel zeigen uns, dass da viele Gottesmänner und Gottesfrauen durchaus ja auch ihr Schweres erlebt haben. Da gibt es schwere Wege durch Leid, Krankheit, Schwierigkeiten, Kämpfe. Und da macht es auch keinen Unterschied, ob das nun ein glaubender Mensch ist oder eben später eine Christin, ein Christ oder ein Atheist. Gutes und Schweres erleben beide. Und das kennen wir auch aus unseren Familien und dem Freundeskreis von Menschen aus der Gemeinde. Was macht den Unterschied? Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Auf allen Wegen, allen. Nicht nur auf den guten und den leichten Wegen, sondern auch im finsteren Tal ist Gott für uns da. Bei Gott Zuflucht und Zuversicht haben, das bedeutet eben nicht, dass wir vor allem Leid verschont werden, sondern es bedeutet, dass Gott uns auch im Leid nahe ist und uns Hilfe erfahren lässt, zumindest so, dass wir wieder neue Hoffnung schöpfen können. Und genau das macht den Unterschied. Und so legt Gott diese Sehnsucht nach dem Himmel uns ins Herz. Und wenn sie müde ist, diese Sehnsucht, dann rüttelt er sie gleichsam wach, gerade jetzt im Advent. Denn diese Sehnsucht, sie soll ja in unseren Herzen brennen, auch wenn wir es kaum noch aushalten können manchmal.
Und diese Sehnsucht verändert uns. Sie lässt uns mit anderen mitfühlen. Und sie macht uns bereit, ihnen das zu schenken, was sie brauchen. Freundlichkeit und Liebe oder Zeit und Geld. Und genau so werden wir einander zu Engeln. Amen. Engel. Ich wünsche dir Engel, die dich begleiten durch deinen Tag, die dich beschützen in deiner Nacht, die dich bewahren vor Unrecht und Not, die deine Tränen trocknen und die mit dir lachen. Ich wünsche dir Engel, die dich tragen, wenn du fällst, die dich behüten auf deinen Wegen, damit du spürst, Gott ist dir nahe. Der Chor singt jetzt The First Noel.
Ein paar Dinge sind Ihnen mitzuteilen, liebe Gemeinde. Wir danken herzlich für die Kollekte des Gottesdienstes vom vergangenen Sonntag in Höhe von 124 Euro. Allen Spenderinnen und Spendern sei herzlich gedankt. Diese Kollekte war bestimmt für Brot für die Welt und dafür ist auch die heutige Kollekte am Ausgang bestimmt. Sie wissen, dass wir in der gesamten Advents- und Weihnachtszeit für Brot für die Welt sammeln. In diesem Jahr steht die Sammelaktion unter dem Motto Eine Welt, ein Klima, eine Zukunft. Die 64. Aktion von Brot für die Welt. Sie sind herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten an den Weihnachtsfeiertagen. Am Heiligabend um 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel der Konfirmandengruppe. Am Abend um 19.30 Uhr ein Predigtgottesdienst mit Musik durch eine Abordnung der Musikkapelle Lachen. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag zur üblichen Zeit um 9.30 Uhr ein Gottesdienst, in dem der Männerchor mitwirken wird. Und anschließend nach dem ersten Gottesdienstteil werden wir dann das Abendmahl miteinander feiern. Alle diese genannten Gottesdienste finden in der Kirche auf dem Teinselberg statt. Dort wird in diesem Jahr der Weihnachtsbaum stehen. Die Kirche ist ein bisschen größer, sodass wir vielleicht ein bisschen entspannter sitzen können und auch der Chor dann ein bisschen mehr Platz hat in der Teinselberger Kirche. Und noch ein Gottesdienst, auf den ich aufmerksam machen möchte, nämlich ein ökumenischer Schulgottesdienst, jetzt am Freitag vor den Weihnachtsferien am 23. um 10.15 Uhr in der katholischen Kirche in Benningen. Sie wissen, dass wir von unserer Kirchengemeinde aus manchmal Kalender weitergegeben bzw. verkauft haben und wir haben 3 Neukirchener Kalender noch übrig sozusagen. Das dauert ja noch ein bisschen, bis das Jahr beginnt, aber wenn Sie möchten, können Sie einen Neukirchener Großdruckkalender mit so einem Abreißblättchen für jeden Tag, können Sie den gerne erwerben, sagen Sie Frau Ruckmeier Bescheid oder mir, so ein Kalender kostet 17,50 €. Soweit die Mitteilung, lassen Sie uns beten und dazu bitte aufstehen. Barmherziger Gott, du rufst uns zur Freude in diesen Tagen, zur Freude an dir. Denn du bist nahe und unser Herz will bereit sein für dich. Wir bitten dich für deine Kirche, für alle deine Gemeinden, die sich auf Weihnachten vorbereiten. Wir bitten dich besonders für unsere Glaubensgeschwister, die in Bedrängnis sind, die für ihren Glauben verfolgt werden und dir trotzdem treu bleiben. Wir beten für alle, deren Glaube matt geworden ist. Komm zu ihnen und zu uns, Gott, und erfülle neu uns alle mit deiner Freude. Wir bitten dich für alle, in deren Leben wenig Platz ist für Adventsfreude. Für die Menschen in der Ukraine, die in Dunkelheit und Kälte ausharren. Für die Soldaten, die nach Hause wollen, für die Flüchtlinge, die niemand haben will und die nicht wissen, wohin. Und wir beten für alle, die versuchen, ein wenig Licht und Wärme zu ihnen zu bringen. Komm zu ihnen und zu uns, Gott, und beschenke uns neu mit deinem Frieden. Wir bitten dich für die Frauen im Iran, die im Kampf für ihre Rechte und ihre Freiheit ihr Leben riskieren. Wir beten für alle, die sich für gleiche Rechte und Sicherheit und Freiheit einsetzen. Komm zu ihnen und zu uns, Gott, und erfülle uns neu mit deiner Kraft. Wir bitten dich für alle, deren Leben innerlich überschattet ist, für die Familien, die zerstritten sind, für die Trauernden, denen ein geliebter Mensch fehlt, für die Kinder, die zu Hause nicht sicher sind, für alle, denen Angst und Armut
die Lebensfreude rauben. Komm zu ihnen und zu uns, Gott, und schenk uns neu deine Gnade. Wir bitten dich für die Menschen, die uns nahe sind, die unser Leben hell machen, die uns ihre Liebe schenken und die wir lieben dürfen. Und wir beten für die, die wir vermissen, um die wir uns sorgen, denen wir nicht helfen können. Wir nennen dir ihren Namen. Komm zu ihnen und zu uns, Gott, und schenke uns neu deine Gegenwart. Komm, sei uns nahe, du Gott der Freude, und hilf uns, dir nahe zu sein. Amen. Alles, was uns bewegt, was uns Freude bereitet oder auch sorgt, all das fassen wir in dem Gebet zusammen, das uns alle miteinander verbindet. Wir beten und sprechen gemeinsam: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen noch ein Lied alle zusammen, nämlich das Lied Tochter Zion im Gesangbuch, die Nummer 370. 370, alle drei Strophen.
Ich möchte Sie bitten, gleich nach dem Segen noch einmal Platz zu nehmen, um das letzte Lied von unserem Chor Canto Belli zu hören. Und danach werden Sie noch ein musikalisches Spiel hören zum Auszug hier aus der Kirche. Ich danke ganz herzlich dem Chor Canto Belli unter der Leitung von Anita Schwarz-Geißler. Ich danke den Instrumentalistinnen, dass wir heute diese Musik hier in unserem Gottesdienst hören konnten, die Lieder miteinander singen konnten und auch die Chorlieder hören konnten, dass einzelne Mitglieder des Chores sich auch sonst hier am Gottesdienst beteiligt haben. Vielen herzlichen Dank an euch alle. Vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind heute Morgen bei den etwas doch hier zumindest vor der Kirche etwas schwierigen Straßenverhältnissen. Kommen Sie alle gut nach Hause, gerade auf diesem Stück bis zum Parkplatz. Da ist ja manchmal noch wirklich Glatteis. Und dann bleibt uns noch eine Woche, eine Adventswoche. Und dann in einer Woche feiern wir zusammen das Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund und munter. Vielleicht sehen wir uns in den Weihnachtsgottesdiensten. Lassen Sie uns Gott um seinen Segen bitten. In dieser besonderen Zeit möge die Liebe unser Herz erreichen, der Friede in unsere Seele einziehen. Die Lichter des Himmels mögen in uns ein Feuer der Freude entfachen. Denn Gott wird Mensch, auch für uns, sodass wir befreit und mit einem Lachen auf der Straße des Lebens gehen können. Damit das auch so bleibt, umhülle uns Gott alle Zeit. Amen.
haben für